Yeah. Got the sound. Pop side. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch wieder in unserer Parkside-Werkstatt begrüßen zu dürfen. Heute heisst es richtig zupacken und etwas ganz Tolles bauen. Ich möchte euch zeigen, wie wir aus diesem Haufen Holz am Ende ein richtig schickes Wandregal bauen. Doch bevor wir loslegen, das erste Mal zu unserem Hero vom Tag, unser Parkside 20 Volt Akku. Der gibt uns Power fürs 4-in-1 Akku-Kombi-Gerät. Heute kommen der Bohrschrauber und der Multifunktionsaufsatz mit der Delta-Schleifplatte zum Einsatz. Und wir brauchen noch folgende Parkside-Geräte. Tischreissäge, die Exzenterschleifer, die Multifunktions-, Kapp-, Zug- und Gehrigsäge, Tischbohrmaschine, den 20-Volt Akku-Bohrhammer und den Nass-Trockensauger. Die Bauanleitung inklusive einer Materialübersicht mit den genauen Stückzahlen und Mass findet ihr natürlich wie immer auch bei uns auf der Webseite. Und nicht vergessen, Schutzbrillen und Sicherheitsschuhe sind dabei nötig, um euch zu schützen. Bei lauten Geräten gerne auch den Gehörschutz tragen. Die Frage nach dem richtigen Holz ist natürlich Geschmackssache. Wir haben uns für eine Kiefer-Leimholzplatte entschieden. Die hat nicht nur eine sehr edle und gleichmäßige Optik, sie hat auch den Vorteil, dass ihr sie praktisch überall bekommt. Zuerst messen wir alles aus und zeichnen uns die Schnittkanten an. Zum Zuschneiden der Bauteile nehmen wir die Parkside Tischkreissäge. Bitte stellt euch bei den Parallelanschlag sauber ein und achtet auf ein geeignetes Sägeblatt, weil an einer Seite haben wir es vom ersten Moment an mit einer Sichtkante zu tun. Bevor ihr die Regalstützen, also die Stücke, die oben und unten an die Wand kommen, auf Gehrig schneidet, müsst ihr die Bohrungen mit der Parkside Tischbohrmaschine für die Holzdübel machen. Dann stellen wir an unserer Kapp- und Gehrigsäge einen 45 Grad Gehrigswinkel ein und schneiden die Schrägen am Ende der Leiste für die Verbindungen zu. Jetzt sind die Regalböden dran. Die Böden schneidet ihr wieder mit der Tischkreissäge zu. Kommen wir zu der Randleiste. Nach der Tischreissäge kommt die Kappzug- und Gehrigsäge für die Schräge der Randleiste zum Einsatz. Jetzt geht es nochmal an die Tischbohrmaschine. Wir müssen die Bohrungen für die Wandbefestigung hinten auf der Querleiste, aber auch für die Halterung an den Seitenteil jetzt schon bohren. Für die Verbindungen nehmen wir das mal Schrauben. Darum vorbohren und absenken für einen guten Halt und überzeugende Optik. Jetzt haben wir auch schon alle Einzelteile für unser Wandregal zusammen. Jetzt geben wir dem Holz noch den letzten Schliff. Wir schleifen einmal leicht mit 180 Körnig. Für das nehmen wir in der Fläche den Exzenterschleifer. Zum Brechen der Kante nehmen wir unser 4-in-1 Akku-Kombi-Gerät mit der Delta-Schleifplatte vom Multifunktionsaufsatz. Jetzt geht es an den ersten Teil der Montage. Wir setzen mit Hilfe von Tape die Randleiste zusammen und tragen den ersten Leim auf. Jetzt nur noch zusammenklappen und mit den Regalbretten verbinden. Für das nehmen wir das 4-in-1 Gerät mit Bohrschrauberaufsatz. Weil wir ja bereits alle Löcher vorgebohrt haben, ist das wirklich in kürzester Zeit erledigt. Für den nötigen Druck beim Trocknen sorgen die Schrauben. Leim, der rausquält, immer mit einem feuchten Lumpen wegputzen. Lass dem Ganzen genug Zeit zum Trocknen, gerade geht's weiter. Eine Behandlung mit Beizen ist nicht nur gut zum Schutz, sondern gibt dem Holz auch ein bisschen Farbe. Nachdem wir das Holz einmal beizt haben, tragen wir Öl mit einem fusselfreien Lumpen auf, um das Regal zu versiegeln. Wenn das Öl eingezogen ist, noch einmal mit dem Lumpen über die Fläche gehen, um die letzten Ölreste zu entfernen. Es geht also an die Endmontage. Für die setzt ihr die Schrauben, die den Rahmen an den Regalböden fixieren. Was noch bleibt, ist die Wandmontage. Zuerst zeichnet ihr euch Bohrlöcher durch die Bohrungen in den Querleisten der Regalböden auf der Wand an. Achtet bitte auf eventuelle Strom- und Wasserleitungen in der Wand. Mit dem Parkside Multifunktionsdetektor ist das kein Problem. Mit dem 20-Volt Akku-Bohrhammer geht das Bohren im Beton locker von der Hand und dauert nur Sekunden. Dann das Bohrloch mit dem Nass-Trockensauger aussaugen und die passenden Dübel hineinschieben.
Als letzten Arbeitsschritt wird uns ein neues Wandregal mit dem Bohrschrauben und den passenden Schrauben in der Wand verankert. Passt, hanget, fertig. Was für ein tolles Ergebnis! Das Projekt funktioniert übrigens super im Baukastenprinzip. Wenn ihr also mehr oder weniger Regalböden haben wollt, könnt ihr das nach dem gleichen Schritt machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spass beim Nachbauen. Schaut wieder rein beim nächsten Mal und immer daran denken, egal was, du packst das. Got this now, got this now.